Einen schönen guten Abend. Jetzt wird's langsam lustig. Es fing an, dass heute Nachmittag sich die ersten Landesregierungen äußerten, dass sie die Verschärfung, die von der Bundesregierung geplant und gefordert werden, nicht mitzugehen, bereit sind. Das hat mich aufhorchen lassen. Dann habe ich gesehen, allerdings schon einer etwas älteren Meldung, aber die kam mir erst hinterher unter die Augen, dass der Chef einer Krankenkasse von Bunkermentalität im Bundeskanzleramt spricht. Unter normalen Umständen wäre ein Chef einer Krankenkasse sofort zum Rücktritt gezwungen worden oder aber die Regierung hätte zurücktreten müssen. Beides kann man nicht stehen lassen. Es bleibt aber stehen in unserem Land. Und jetzt wird noch bekannt, dass die chinesische Gesundheitsbehörde fordert, einen der Impfstoffe, den Moderna-Impfstoff, an dem in Norwegen inzwischen 33 ältere Personen gestorben sind, zu suspendieren. Merkt ihr jetzt, was passiert? Merkt ihr jetzt, was gespielt worden ist? Ganz offensichtlich hat sich unsere Regierung Anfang letzten Jahres in eine Situation hineintreiben lassen, wo auf der Basis von sehr fragwürdigen Daten aus China eine Pandemie ausgerufen worden ist und weitreichende Maßnahmen beschlossen wurden, die unsere Gesellschaft, unsere westliche Gesellschaft, unsere freiheitliche Gesellschaft aufs Ärgste strapazieren. Nicht nur strapazieren, sondern auch zerstören. Der Mittelstand, gerade die kleinen und mittleren Unternehmen, sind inzwischen an der Wand. Viele haben schon die Flügel gestreckt, anderen steht dieses Schicksal unmittelbar bevor. Alles, weil wir in einer Unverhältnismäßigkeit auf Maßnahmen reagiert haben, wie es es noch nie in unserem Land gegeben hat. Gleichzeitig wird klar, dass es weiterhin keine signifikante Übersterblichkeit gibt, die auch nur ansatzweise rechtfertigen würde, in einer solch massiven Art und Weise vorzugehen und die Wirtschaft und das soziale Gefüge unseres Landes zu zerstören. Das aber hat diese Regierung gemacht. Qui bono? Wem nutzt das? Das ist doch die Frage. Die Politiker hierzulande handeln mit hoher Wahrscheinlichkeit vor allem aus Furcht vor Gesichtsverlust. Aber wie konnten sie überhaupt in diese Situation hineingeraten? Das ist doch die spannende Frage. Und hier kommt China ins Spiel. China ist ein autoritäres Regime, ein totalitäres Land, was seine Mitbürger nicht nur kontrolliert, sondern auch drangsaliert. In China geschieht nichts ohne das Wissen der Staatsführung. Insofern ist es kein Zufall, dass jetzt die Forderung nach dem Stopp für den Impfstoff aus China laut wird, wo in China alles beim Alten ist, die Wirtschaft floriert. Aber die im Westen und vom Westen überstürzt entwickelten und nun zur Anwendung gebrachten Impfstoffe werden jetzt aus China heraus in Frage gestellt. Und damit wird der Ausweg für die hiesigen Regierungen, für unsere Regierung in Deutschland, immer enger. Sie hat etwas beschlossen, was ein hohes Risiko hat. Die Maßnahme, die da jetzt China getroffen hat, ist natürlich nicht nur geeignet, sondern sie ist auch beabsichtigt, die hiesigen Verhältnisse weiter zu destabilisieren, indem unsere Regierungen in eine schwierige Lage gebracht werden, dadurch, dass der Impfstoff, den hier die Politik und auch die Medien propagiert haben, nun aus China in Zweifel gezogen wird. Wir können kein Interesse daran haben, dass sich hier alles weiter destabilisiert. Deswegen sind wir gefordert, unsere Politiker, unsere Lokalpolitiker, unsere Landespolitiker und unsere Bundespolitiker unmittelbar aufzufordern, auf die Regierung einzuwirken, damit nicht weitere Verschärfungen, sondern endlich die notwendigen Lockerungen beschlossen werden. So etwas zu fordern hat nichts damit zu tun, irgendeine Gesundheitsgefahr zu leugnen, sondern hat etwas damit zu tun, Maß und Mitte, Verhältnismäßigkeit wieder zu erlangen. Die ist ganz offensichtlich
verloren gegangen. Wir sind in einem freien Fall. Unsere Wirtschaft, unser Sozialgefüge und jetzt wird auch noch unsere Politik diskreditiert durch Partner, mit denen sie eigentlich diese Lage ursprünglich mal begonnen hatte, diesen Lockdown aus China.